Hi, liebe Leute. Ja, ich bin's wieder mit einem kleinen Trick-Tipp. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Einfach ein kleiner Trick, den ich so beim Rumspielen zu Hause damals als Jugendlicher geübt habe und gemacht habe, den man an so Bordstein kann, wie an der Bushaltestelle gut machen kann. Und den ihr auch schön machen könnt, weil es Spaß macht. Und ja, natürlich immer schön, was Neues zu lernen, ohne dass man immer das Risiko so steigern muss. Der Trick nennt sich No Hand Landing. Das heißt, man droppt von der Bordsteinkante. Und dann nimmt man die Hände von der Luft, klemmt den Sattel mit den Beinen ein und landet dann so, dass die Hände in der Luft bleiben und man selber so ein bisschen abfedert. Das ist echt ein lustiges Feeling. Man muss sich da langsam rantrauen und ich zeige euch das mal, wie man das Schritt für Schritt macht. Wichtig ist, im Vergleich zum normalen Droppen mache ich den Sattel jetzt nur so auf halbe Höhe, damit ich ihn noch gut mit den Oberschenkeln einklemmen kann. Wenn der ganz unten ist, das wäre im Bikepark oder so gut, aber jetzt bei dem No-Hand-Landing besser auf halbe Höhe, damit man ihn halt gut einklemmen Ja, es kann. ist natürlich ein ungewohntes Gefühl, dass man die Hände wegnimmt. Man kann natürlich immer mit einer Hand anfangen, man kann die Hand auch noch so ein bisschen aufmachen und dann wieder dran, bevor man es ganz wegstreckt. Und wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall darauf achtet, dass ihr es irgendwo macht, wo ihr nicht den Verkehr stört, wo kein Verkehr ist. Und dass ihr auch merkt, ihr habt einen langen Auslauf. Weil, wenn ihr nämlich die Hand weg habt und ihr landet, dann könnt ihr nicht sofort die Bremse packen. Dann rollt man erstmal ein Stück und macht alles sehr in ruhigen Bewegungen. Also braucht ihr viel Auslauf. Genau. Und man federt ein bisschen ab, aber nicht ganz so stark. Ja, ich habe das früher mit einem Hardtail gelernt. Das geht aber auch gut mit einem Fully. Und genau, das wollte ich euch gerne nochmal zeigen. Vor allen Dingen auch den Absprung. Ich werde bei dem Absprung jetzt an der Bordsteinkante, an der Bushaltestelle, auf jeden Fall die Federung gut nutzen, indem ich mich vorher dynamisch runterwerfe, die Federung drücke ich rein und dann schubse ich den Lenker weg und sofort nehme ich auch die Hände weg, klemme den Sattel ein und kann dann landen. Ein Risiko wäre, dass man bei der Landung zu weit nach hinten kommt. Deswegen muss man wirklich darauf achten, die Landung zentral abzufedern. Und nicht das Gefühl haben, nach hinten zu kommen. Da ist natürlich wieder wichtig, dass ihr euch mit den Füßen in die Pedale einklemmt, dass ihr einen guten Druck von der Fußsohle auf die Pedalfläche habt, weil wenn ihr jetzt da das Pedal verliert, ist das natürlich äußerst unangenehm. Deswegen solltet ihr das auf jeden Fall Step by Step machen. Erstmal mit einer Hand, wie gesagt, und ganz bewusst die Fußspannung achten, weil ihr jetzt hier nicht mehr den Lenker in der Hand habt, muss das sehr stark auch über den vorderen Fuß laufen. Und genau, zieht euch auf jeden Fall Maschinenbeinschoner an, wenn ihr das übt und tastet euch Schritt für Schritt da heran, damit ihr ein gutes Feeling dafür kriegt. So, also, No Hand Landing. Gibt es natürlich auch Leute, die machen das an Dirt Jumps, aber da muss man schon sehr fortgeschritten sein. Ich würde jetzt sagen, eher so als Spielerei für kleine Sprünge, kleine Bordsteinkantendrops und so Geschichten. Und übt das. Danke an Robin fürs Filmen. Und wir üben noch ein bisschen.